2007, muss man sagen, wird jetzt mit diesem Buch, und ich finde zu Recht, entdeckt. Es ist ein sehr spannendes Buch. Man möchte es eigentlich nicht in irgendeine Schublade stecken. Es ist kein Krimi, auch wenn das Cover vielleicht so anmutet oder wie ein Thriller vielleicht. Und trotzdem ist es spannend. Es ist die Geschichte einer Dorfgemeinschaft in einem bestimmten Moment, nämlich in dem Moment, in dem etwas Unvorhergesehenes passiert. Sie finden ein Seil auf dem Feld liegen und das Seil hat scheinbar kein Ende. Es spielt in einer Zeit, die schwer zu benennen ist. Sie scheint längst vergangen zu sein, also vorindustriell, würde ich sagen. Und alles geht seinen gewohnten Gang. Die Ernte muss eingefahren werden. Jetzt liegt dort also dieses Seil ohne Ende. Und es macht sich eine Delegation von Dorfbewohnern auf den Weg, das Ende des Seils zu finden. Sie gehen also in den Wald und dort geschieht... Ja, was geschieht eigentlich? Die Strukturen verändern sich, der Dorfbewohner. Sie finden sich also konfrontiert mit dieser außergewöhnlichen Situation. Und das Ende kann man auf keinen Fall verraten. Finden Sie das Ende des Seils? Ja, nein. Wie könnte das aussehen? Es ist vielmehr die Suche nach dem Ende, worum es hier eigentlich geht. Ja? Also das Ausbrechen aus dem Gewohnten, die vertraute Umgebung verlassen und nach etwas Besonderem streben. Das kann mitunter zum Verhängnis werden. Es ist immer auch Glück verheißend oder Erfüllung oder Erkenntnis verheißend, diese Suche nach dem sinnbildlichen Ende. Das Besondere an dem Buch ist, dass Stefan aus dem Sieben hier besondere Fragen, die sich jeder Mensch eigentlich stellt, verhandelt. Und das ist alles sehr, sehr wohl komponiert, sehr, sehr gut durchdacht und schon beeindruckend.